So, da sind wir wieder. Ich habe eben schon ein bisschen Angst um meine Skybox gehabt. Ich dachte, die wäre irgendwie verloren gegangen, weil das hat extrem lang gerade gedauert, bis die hier irgendwie gereached wurde. Aber ist dann doch nochmal gut gegangen. Dann wollen wir auch mal weitermachen. Genau, ich bin jetzt hier wieder Milky Way am Bauen. Ich denke, hier sind wir dann doch besser aufgehoben. Ich mache noch ein bisschen die Hintergrundgeräusche ein bisschen weg. Weil da hinten ja stehen welche rum, die da am rumdillern sind. Da muss man ja nicht die ganze Zeit die Geräusche mitbekommen. So, wir waren stehen geblieben bei dieser Wand hier. Letztes Mal. Ich habe mir da mal ein paar Texturen rausgesucht. Und zwar, habe ich hier sogar jemanden gefunden. Lirit heißt der irgendwie, der Laden. Der hat hier günstige Texturen für einen Tintendollar. Also ich habe nur einmal die und einmal die jetzt rausgesucht. Ich bin einfach hier in den Marketplace gegangen unter Gebäude und Objektkomponenten unter Texturen. Und habe mir jetzt mal die ersten zwei, drei Seiten durchgeblättert. Habe da auf 96 Items pro Seite hochgeklappt. Und dann bin ich halt auf den aufmerksam geworden. Der hat ja auch noch ein paar andere Texturen. Kann man sich mal im Hinterkopf behalten, eventuell. Aber ich denke jetzt hier. Ja, schwarz-weiß weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber jetzt zum Beispiel hier. Ich nehme einmal die. Und einmal die und dann gehen wir auch zum Warenkorb. Ich denke mal, die 2 Litendollar können wir investieren. Bei den knapp 11.432, um genau zu sein. Na, jetzt nur noch 30. So, bei. So, erfolgreich bezahlt. Dann, schupp, da sind sie auch schon. Dann schauen wir doch mal. Inventar ein bisschen weiter aufklappen. Erhaltene Artikel. Ja, sind sogar schon ausgepackt. Also müssen wir nicht groß noch irgendwie jetzt was. Ey, das ist sogar neu hier. Dass die neuen Items da angezeigt werden. Dann ziehen wir das doch mal rüber. Wallstone. Die sind auch schon relativ gut ordentlich benannt. Ich denke, da brauchen wir nichts weiter anpassen. Ah, hier, ich habe ja sogar schon was von denen. Jetzt haben wir die beiden gekauft und die hatten wir schon. No, dann ist das Water. Na okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Aber ich sag mal, für einen Dollar kann man sich jetzt nicht beschweren. Und auch wenn jetzt nicht unbedingt so brauchbare Texturen dabei sind, ist es doch, muss man bedenken, für einen Linden, ja, kann man jetzt eigentlich auch nicht so viel erwarten. Und ja, die sehen alle gleich aus. Das. Nee. Die nehmen wir auch nicht, auch nicht, auch nicht. Die eventuell. Wie sieht das mit der aus? Nee. Gefällt mir auch nicht so. Fläche. Die. Ach. Wir wollten ja auch darauf achten, dass die kachelbar ist. Ja, ach, die ist halt sogar kachelbar. Wie sieht es mit der aus? Ja, ist ganz okay. Gefällt mir noch besser. Lassen wir die mal stehen. Und dann gucken wir nochmal in den anderen Ordner rein. Dazu brauche ich hier vielleicht mal einen Prim davor. Zip, dann brauche ich das nicht. Dann halt die alle mal auf. Das sind aber ganz schön viele. Bop, 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 bop. So. Dann. Nein. Naja, gut, jetzt sieht man auch nicht mehr so viel. Nee, auch nicht so.
Die eventuell. Die könnte man für was. Obwohl die. Ich lass die mal. Na, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Ich mach das. War jetzt gerade doof. So. Eventuell. Nee. Nee. Ich glaube, eine war die noch. Die hatte man in der Vorschau gesehen. Die hatte mir ganz gut gefallen. Das war, glaube ich, die. Die nehme ich auch mal da drauf. Obwohl, die ist, glaube ich, auch für außen gedacht. Wegen den Schatten, der da so drauf fällt. Nee, 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 nee. Nee, obwohl die würde eventuell sogar noch besser passen. Okay. Auf jeden Fall allgemein doch schon sehr brauchbare Texturen, da war jetzt vielleicht nicht gerade das, was für uns hier, aber für anderes Zeug, was man halt gerne bauen möchte. So, das. Das ist ein bisschen hochgekachelt. 2, 2. So, nee, immer noch zu viel. So. Obwohl, ne. So. Nee, auch nicht. Die ist schon mal raus. Ah, die ist auch raus. Entweder jetzt die. Oder die. Oder die. Aber die müsste, glaube ich, so. Passt das da rein? Nee, ich glaube, die passt besser. Ich nehme erstmal die. So. Oder was sagt ihr dazu? Passt die andere vielleicht besser? So, dann haben wir das. Ah, von außen. Na, das können wir am Ende machen, dass das alles schwarz wird. So, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich hier alles so jetzt reinbauen wollte. Ich mache erstmal das Dach. Ich löse mal alles komplett, die ganze Verlinkung. Und nehme mal die Kopie nach oben. Und lege das genau drauf. Oder liegt das jetzt schon genau drauf? 30,5, ja. Ja, das liegt jetzt schon genau drauf. So, das heißt, Fläche auswählen. Ah, die sind da oben. Aber ganz schön zu Gange. Medien, Klinge. So, jetzt dürfte man noch nichts mehr hören. So. Ah, dann jetzt ja, da noch eine Textur. Da können wir aber irgendwas. Habe ich da nicht irgendwas? Textur, Decke. Ach nee, hatte ich jetzt hier nichts. Gut, da achtet man jetzt, denke ich mal, nachher nicht so drauf. Also ich kenne keinen, der so immer an die Decke starrt. Oh, ist das eine coole Decke? Deswegen machen wir da einfach irgendwas Dunkles drauf. Eigentlich können wir auch direkt die da drauf machen. Obwohl. Ja, wir nehmen mal die hier. Sag mal hier. Dann nochmal hier. Warte denn jetzt? Da, Gray. Und dann das Licht. Nee. Sondern machen wir das nämlich einfach dunkel. So, und jetzt hat es halt noch, jetzt sieht man das halt gar nicht mehr so richtig. Das hat jetzt noch so eine. So.
Also man sieht noch die Struktur, aber dadurch, dass es abgedunkelt ist, ist es, denke ich, ganz okay so. So, und dann hatte ich mir gedacht, genau, dass wir da so coole Leuchten ransetzen an die Seiten. Das heißt, ich mache jetzt mal hier, setze den genau einen da drunter. Und dann mache ich den mal kleiner. Welt. Und zwar dachte ich so. Oder 14. Ein halber Meter weniger. Also hier auch ungefähr ein halber Meter weniger. Huch. Wieso ist mein Raster eigentlich so doof? So, das heißt, wir haben da jetzt so eine Lücke. Oder auch nicht. Ach, ich habe gar nicht. Oh, ich mach nochmal zurück. 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 So, nochmal von vorne. Kommando zurück. So, und zwar. Neunzehn, 19,5. Das gleiche hier nochmal. So, und jetzt habe ich. Jetzt haben wir, nicht ich. Genau, hier so eine gleichmäßig große Lücke. Und jetzt nehmen wir nochmal den Prim. Jetzt ziehen wir den nochmal wieder ganz ran. Nee, jetzt bräuchten wir so eine so eine Verlaufstextur. Ich guck mal ganz kurz, ob es das da gibt. Alternativ könnte man das jetzt erstmal dünn machen. Dann ziehen wir das wieder groß. Einmal hier. Aber das ist schon zu groß. 18,5. Sagen wir mal 18,6. Hier. Hier mache ich es wieder. Hier 13,6. 13,6. Dann wieder hoch. Hoch. Ist irgendwie ein bisschen doof so. So, ich mache aber mal. Oh nein! Ist er das? Wo ist er jetzt hin? Da drinne. Da. Mal runter. Und zwar machen wir den hell. Und eine leere Textur. Weil ich habe mir das so vorgestellt. Genau, dass er jetzt hier oben dran sitzt. Wir können noch mal ein bisschen runtersetzen, hier mit der Feile. So. Und dann machen wir dann nämlich so ein Leuchten drauf. Einmal so. So, jetzt wisst ihr, was ich meine, ja? Das soll jetzt quasi so aussehen. Genau, dass der jetzt hier so. Sieht man jetzt, aber ich schalte es mal auf Nachtsonne mit der Nacht, so und dann ganz hell und dann hier leuchten, so und auch nicht so hell, so genau. Und das meine ich jetzt mit diesen mit dieser Verlaufstextur. Da suche ich mir am besten gleich noch mal eine Verlaufstextur raus. Ich denke mal, das mache ich nach dem Video, weil ich denke mal, das ist ziemlich uninteressant, wenn ich da jetzt 10 Minuten nach so einer kubischen Textur suche. Und warum ist das denn so rot? Aha.
Naja, jedenfalls so eine Verlaufstextur, dass dann da halt so dieses Licht da so rausgestrahlt kommt quasi. Und ich denke mal, dann setze ich den Prim noch ein bisschen tiefer. Dass es halt wirklich so ein Schlitz ist, wo dann hier so das Licht dann quasi dann rauskommt und dann hier gegen die Wand gegenprellt. Und dann sollte man jetzt eigentlich, also jetzt sieht es ja momentan, aber das liegt ja an der Textur, sieht das wirklich schon so ein bisschen danach aus, dass es hier abprellt. Und eigentlich könnte ich jetzt hier, jetzt ist es auch wirklich so, ne? Unter dem Reiter Eigenschaften gebe ich dem Prim jetzt die Eigenschaft, dass er halt wirklich ja, das Weiße ausstrahlen soll. Und wir könnten jetzt auch sagen, mach das mal hier blau oder ein bisschen rosa oder pink. Welche Farbe auch immer das sein soll. Ich denke mal, was nehmen wir denn mal? Nee, das soll schon eine Farbe bekommen. Ich denke mal blau. So. Und dann nehmen wir diese Farbe. Die kann man hier per Drag and Drop, also mit gedrückter Maustaste, kann man sich die auch hier hinlegen, dass man dauerhaft darauf zurückgreifen kann, solange bis man das mit der anderen Farbe wieder überschreibt. Gehen wir hier hin und geben dem auch diese Farbe. So. Nein, mache ich gerade nicht. Und dann ist das soweit fertig. Ja, wie gesagt, ich suche da gleich nochmal eine Textur da draus. Gut, viel geschafft haben wir jetzt nicht in den 17 Minuten. Eine tolle Textur haben wir rausgesucht und ein tolles Licht haben wir da hingesetzt. Naja, ach, gut Ding will Weile haben. Ups. Und dann, ich denke, so ein Licht werde ich auch noch hinsetzen. Also ich werde dann hier, genau, dass man hier dann quasi so, ich sag mal hier die Mitte. Nehmen wir hier die Mitte. So. Und was ist denn hier mit meinem Ding los? Ich weiß gar nicht. 1, 2, 5 war das und 1 ausrichten. Ja, wissen. Und dann sage ich mal so. Und dann wird er hier so. Ja, so. Da könnte man schön Kamin hinsetzen oder sowas. Dann wird das hier unsere Wohnwand. So, und jetzt könnte man einfach dahergehen. Schakabum. Die machen wir jetzt einmal ein bisschen kleiner. So. Pi mal Daumen ein bisschen. Und machen den auch leer. Und ganz hell leuchten und sagen dem auch Licht. Ja, und hier jetzt kann man Intensität kann man natürlich rumspielen. Das heißt, wir können jetzt hier dem diese Farbe mitgeben. So zum Beispiel. Und dann natürlich sagen Radius, nee, da soll es natürlich nicht so weit. Ja, dann sieht man das jetzt schon jetzt, dass es hier so aufhört. Und wenn wir jetzt hier den Radius erweitern und die Intensität, dass es schon wieder krass zunimmt. Ja. Und hier, was ist hier? Leuchtraumschiff unterwegs. So. Und abnehmend. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, das ist dann, wie stark der abnehmen soll. Genau, da ist jetzt mehr. Da ist weniger. Ja, ich gut, ich lasse es. Achso, und hier kann man auch noch irgendwie was Tolles mitmachen. Wie kann man den, glaube ich, sagen? Dass er nämlich ein Foto projizieren soll. Ich lasse es mal so. Da mache ich dann auch noch eine schöne Tapete davor. Probieren wir das doch gerade nochmal.
Licht. Boah. Genau. Und jetzt sieht man da das. Genau, da kann man das Bild projizieren. Das könnten wir auch noch nachher für irgendwas verwenden. Aber das sieht man halt nur, auch wenn man entsprechend die Grafik-Settings hochgestellt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf hochstelle. Doch, da sieht man das auch noch. So. Und da auch noch. Da auch noch. Okay. Nee, da ist nicht mehr. Hoch. Also sieht man das nur wirklich bei Ultra und zwischen Hoch und Ultra. Da sieht man das dann. So, gut, dann schiebe ich das mal dahin. Da kann man auch so bestimmt einiges an coolen Effekten machen. Gut, das ist jetzt doof. Ah, hier kann man sie größer einstellen. Und Fokus. Ah, das ist verkehrt rum. Egal. Zum Rumspielen. Ambiente. So. Sieht man jetzt nicht 1 zu 1 das Bild? Aber man könnte da doch schon ein cooles Spiel mitmachen. Ich denke mal, das probieren wir dann auch mal aus. Aber erstmal beim nächsten Mal machen wir diese tolle Wohnwand. Irgendwie, was auch immer das noch werden soll, fertig. Ich suche nochmal eine schöne Überlauftextur. Dass das halt so ein Licht ist, das hier schön rausstrahlt, dass man das auch sieht, so wie es bei realem Licht ist. Und dann opfern wir uns, weiß ich nicht, hier dem Schalter und sowas eventuell oder das Skript. Aber ich denke, das machen wir auch mehr zum Schluss. Ja, was machen wir denn noch hier rein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte mal so eine coole Idee gehabt. Ist mir doch tatsächlich entfallen. Naja, also irgendwas finden wir schon noch, was wir da reinstellen.